Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Psyche, ich bin die und hier in etwa haben wir letzte Folge aufgehört. Ich war gerade dabei, die Arbeitsplatten zu testen und euch zu zeigen, wie die da funktionieren. Als nächstes hätten wir noch zwei Platten und zwar hier als erstes die Meadow Plate. Diese Platte ist eine Grasplatte, Arthas wieder auch zu Gras, wie ihr hier oben schön sehen könnt. Dann schauen wir uns erstmal die Skills an. Hier haben wir einmal Recover. Recover verändert sich insofern, dass hier nicht nur dass das nicht nur geheilt wird, sondern auch alle Debuffs werden entfernt, also sozusagen wie bei Celebi in etwa. 30% vom Schaden, der ausgeteilt wird, werden in eigene Leben umgewandelt und der ganze Skillschaden wird in Grass-Type umgewandelt. Das Ganze für drei Runden, also mit Perish Song wird dann auch zu Gras, also vom Schaden meine ich. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht getestet, aber das werden wir gleich machen. Dann hier hätten wir einmal Extreme Speed, Grass-Type Special Attack Damage. Der Skill wird stärker, wenn die Gegner mehr Leben haben. Also je mehr Leben die Gegner, desto stärker der Skill. Und es kann jetzt wieder sowohl fliegende als auch eingegrabene Pokémon treffen. Also anders als vom Eiske, wo nur fliegende getroffen worden sind. Dann hätten wir noch die Ulti Enforce Rock. Natürlich auch Grass-Typ, Special Attack, Skill Power 145. Und es Wenn es einen Gegner trifft, kann es einen Poison-Effekt, also einen Vergiftungseffekt an dem Gegner hervorrufen, wenn der zuvor von Perish Song getroffen worden ist. Gleichzeitig kann dieser Skill sowohl die fliegenden als auch eingegrabenen Pokémon treffen. Ich bin gespannt. Dieses Team haben wir letzte Folge getestet, jetzt habe ich ein neues Team. Ich werde jetzt mal nicht Celebi nehmen, Celebi kennen die meisten schon. Ich werde hier zwei andere nehmen, und zwar dieses Pokémon hier. By the way, mein Wasserteam hätte man auch anstatt Palkia Tapu Fini nehmen können. Oder Kapukini, je nachdem auf Deutsch oder Englisch. Ne? Beim Eisteam gab es ja kein Tapu. Ich feiere total auf die Tapus ab, aber ich will jetzt nicht lange reden. Wir testen es jetzt einfach mal. In dem Fall hier ist es jetzt irrelevant, dass die teilweise über 1 Million Unterschied haben, die Pokémon. Also vom Power, denn letzten Endes wollen wir es ja auch einfach nur Arceus testen. Die anderen beiden sind nur ein Teamvorschlag. Wie gesagt, man könnte jetzt zum Beispiel anstatt Shaymin könnte man noch Celebi nehmen oder anstatt Tapu Bulu könnte man Celebi nehmen. Doch letzten Endes ist es ja relativ egal. Ich werde jetzt hier einfach mal die Grass-Type-Attack einsetzen, obwohl sie schwach oder es schien schwach zu sein. Der Pfeil ging runter, hat es trotzdem viel Damage gemacht. Oh, schön. Man sieht hier keinen Poison-Effekt, weil eben Glurak nicht vom Perish Song vorher getroffen worden ist. Werde ich mich mal heilen. Dann sehen wir hier jetzt schon, das hier ist dieser Heilungseffekt. Man sieht hier auch schon relativ viel, als ob Celebi was gemacht hätte. Cool ist auch, dass hier die Debuffs entfernt werden. Ich werde jetzt hier extra... Oh, man hat hier schön gesehen, denn normalerweise trifft Perish Song hier nicht. Und man sieht hier auch, es ist vergiftet. Dann werden wir jetzt nochmal machen, können wir Giratina Schaden zufügen. Oder allgemein Geist-Pokémon, das finde ich genial. Ich finde es einfach so genial, dass man jetzt Giratina mit Perish Song besiegen kann. Ey, das erleichtert einfach so viel, das ist Wahnsinn. Ja. Wir werden jetzt die Ulti einsetzen, ist ein schöner Abschluss. Sieht auch optisch cool aus. Ich muss sagen, ich bin für diese Platte echt mehr als begeistert. Dadurch, weil davor hat man immer die Wahl so zwischen Elektro, Eis oder was auch immer oder Wasser. Jetzt gibt es aber viel mehr Möglichkeiten. Als nächstes, ich habe nämlich vergessen, wir haben nicht 4 Platten, sondern 5. Die nächste Platte, die ich mit euch zusammen testen möchte, ist diese hier, Zaplate. Aber schauen wir jetzt hier erstmal die Skills an. Man sieht hier, Recover ist wieder, ja, ist wieder ganz normal. Der einzige Unterschied ist hier, die Leben werden bezogen auf den Special Attack Wert regeneriert. Das ist ganz cool. Perish Song ist ganz normal geblieben. Auch hier unten schauen wir uns mal Extreme Speed an. Im Grunde Electro-Type, Special Attack Damage, kann sowohl fliegende als auch eingegrabene Pokémon treffen. Ist jetzt nicht so prickelnd. Schauen wir uns Enforce Rock an, die Ulti. Electro-Type. Und es kann einen Paralyse-Effekt an allen Gegnern auslösen, die von Perish Song getroffen worden sind. Und es kann sowohl fliegende als auch eingegrabene Pokémon treffen. Und gerade eben haben wir bei der Meadow Plate schon gesehen. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass
Giratina diesen Effekt, diesen Poison-Effekt bereits bekommen hat, obwohl wir davor, bevor es mit diesem, mit Parish Song, also diese Parish Song-Marke hatte, davor wurde es getroffen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich wähle dieses Team hier, es ist ein schönes Elektro-Team. Thundorus ist relativ nervig, also für die Gegner, ne? Hier haben wir ein gutes Elektro-Pokémon, natürlich Arceus mit Zaplate. Und wieder testen wir es gegen Pietro. Hier seht ihr auch vielleicht ein paar Unterschiede vom Damage. Natürlich kommt es auch auf die Typen an, aber ihr könnt jetzt zumindest ein bisschen was sehen. Ich werde auch schauen, dass ich denen jetzt möglichst nicht so viel Schaden zufüge. Ich will einfach nur schauen, dass hier jetzt so eine Parish Song Marke ist wie hier. Genau, dass die schön jeder hat. Jawohl. Kann ich leider sagen. Das ärgert mich. Egal, weil mit etwas Glück könnten wir vielleicht die Ulti sogar sehen. Jawohl. Letzten Endes macht sie nichts. Arceus kann ja mit Parish Song jetzt leider wieder nicht hier treffen. Aber man sieht jetzt hier sind die Marken. Jetzt setzen wir mal die Ulti ein. Und hier Paralyse. Ja, unten ist er. Das finde ich richtig geil. Somit kann man es wunderbar paralysieren. Und jetzt setzen wir nochmal diese Attacke ein. Ja, im Grunde viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ist halt Elektro, ist also jetzt momentan zurzeit gut gegen dieses Arceus Kyogre Team. Ansonsten kann es paralysieren, wenn man die Ulti einsetzt, aber leider ist es nicht so spektakulär wie die Meadow Plate. Als nächstes und das letzte im Bunde hebe ich mir für die nächste Folge auf. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die letzte Platte haben wir noch. Da habe ich auch ein kleines Extra noch für euch. Das Video könnte auch ein bisschen länger dauern, deswegen beende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!